Ja, wie weit komme ich diesmal? Das letzte Mal war es. Sind wir hängen geblieben, ne? Bei D13. D. Fucking. 13. Fucking. Ja, sieht nicht spektakulär aus, dieses Rennen. War es theoretisch auch nicht. Aber ihr wisst ja, ne? Desto unspektakulärer es wird. Ja, und da knackt, quietscht dieser Stuhl. Nein. Ja, wird es. Darf mich nicht bewegen. Mann, ich wollte schon lange wie die 40 reinmachen, dieses Scheißding. Komm zu knirschen. Ah! Ja, schnau und knirscht rum. Ist das ein Grund, den zurückzugeben? Ah, 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 ah. Weiß, einige werden das bestimmt machen. Ich könnte auch, wie gesagt, einfach das Ding, Scheißding fetten. Aber, wäre jetzt so einfach, ne? Hört man das lieber die ganze Zeit im Scheißvideo rumknirschen. Knirsch, 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 knirsch. Knirsch, knirsch, knirsch. So, jetzt sind wir. Gold, Silber, Bronze. Oh, ne, natürlich, wir wollen Gold. Und wir sehen 3 Minuten. Na toll. Bestimmt ein Rundenrennen, bestimmt ein Rundenrennen. Ich weiß, ihr wisst doch, ich mag keine Rundenrennen. Okay, sieht sehr spektakulär aus. Aber höre ich da irgendwelche Regengeräusche? Komm ich vom Lied? Muss ja. Weil aktuell regnet es nicht draußen und ja, ich glaube wohl nicht, dass es hier im Stadion regnet oder nicht regnet. Vielleicht gibt es bei Turkmenia 2 Stadium oder wie das auch heißt. Vielleicht Regen. Keine Ahnung, vielleicht. Wenn sie rausfinden, dann im Steam Summer Sale habe ich mir die anderen Turkmenia Teile gekauft. Weil so günstig war, da kann man mal zuschlagen. Ey, er macht ja auch einen Fehler. Du machst einen Fehler. Digga, was ist los? Mal auch Fehler, ich muss mal wieder reinkommen. Weil ich Idiot, oh Gott. Ich darf das ja mal nicht sagen, ne? Hier prügel ich mich ja selbst immer zusammen in der Ecke. Ich habe das Spiel zuletzt vor 2 Monaten gespielt. Ach du Scheiße, ich habe einfach damit so viele Parts aufgenommen. Das hat jetzt mal lange, lange Zeit gereicht für meine Standard-Ausrüstung so ungefähr. Und Hochladen-Dings her. Ist ja schlecht, ne? Weil, wie sagt ihr, zieht man, ich habe das Spiel schon länger nicht mehr gespielt. Und jetzt muss ich erstmal wieder so ein bisschen reinkommen. Muss warm werden, muss immer wieder warm werden hier. Eignet sich dieses Rennen ja eigentlich gar nicht schlecht dafür. Oder mich gerade, was ist das für Musik? War die schon mal? Habe ich die eingefügt? Hat sich die ein anderer eingefügt? Oder vielleicht hat die Strecke diese Musik hier drin? Ich glaube nicht. Der einzige Ort, wo man hier selbst Musik einfügen konnte, war über Online, ne? Ja, über Online. Kam nicht besonders oft vor, dass die da eigene Musik genommen haben. Aber wenn es mal vorkam, und der Mauer Lieder dabei waren, die mir gefallen, dann dachte ich auch so, hoffentlich hat den geschrieben, wie das heißt. Au, au. Wo bin ich warm? Irgendwie noch nicht. 3 Sekunden? Ja, okay, 3 Sekunden ist jede Menge bei so einem Spiel, ne? Das ist eine halbe Ewigkeit. Warum lasse ich eigentlich das Gas los? Aber ich muss das Gas loslassen. Und bremsen musst du hier auch. Bei den ganzen Kurven. Gas loslassen und bremsen. Ich frage, wo lasse ich Gas los? Und wo bremse ich? Dafür muss ich wahrscheinlich erst wirklich hier ein paar Runden drehen. Das ist noch besser. 5 Sekunden. 5 Sekunden sind es schon. Ich weiß auch nicht, ob man immer noch hört, dass ich, ob ich Schmierschnupfen habe. Deswegen ist ja auch wahrscheinlich ein weiterer Grund, warum ich länger nichts aufgenommen habe. Also, Trackmania-mäßiges. Weil ich die ganze Zeit diesen scheiß ewigen Schmierschnupfen seiner Ewigkeit habe. Seit mittlerweile 2 Wochen oder so. Und die Scheiße will einfach nicht weggehen, ey. Dieser scheiß Kack-Dreckschnuppen. Und das im Sommer. Aber naja, momentan, was wir Sommer haben, können wir ja nicht wirklich. Sommer nennen, ne? Aber ist ja nicht so, als wenn es der erste Sommer wäre, der nicht wie ein Sommer ist. Deswegen, ne? Wenn jetzt Sommer wäre. Wenn jetzt Sommer wäre. Wenn jetzt Sommer wäre. Wenn jetzt Sommer wäre. Und so weiter. So, jetzt muss ich einfach die ganze Zeit die Fresse halten. Vielleicht fahre ich dann ja mal auch gut. Hä? Hä? Momentan sieht das nicht so aus. Wow, bremsen, zu viel bremsen, zu viel bremsen. Wow, wow. Mach mehr Fehler, du komischer Typ vor mir, aber du machst ja nur einen einzigen, wie ich bis jetzt gesehen habe. Lol. Hauptsache, ich bin jetzt sogar schlechter als eben gerade in der ersten Runde. Da fuck. Da, hier macht er den Fehler. Hier hat er ihn gesehen. Ich rüttel den Analog-Joystick die ganze Zeit so hin und her, rechts und links. Weil, mit mehr Gewalt, um die Ecke zu kommen.
Und irgend so, oh, Auto, gib Gas, los, ich will um die scheiß Kurve. Wo die Kurve, Schalle? Um die Kurve. Aber es klappt nicht, es klappt nicht. Das ist so, als wenn man ganz hart damals eben den das Joypad vom, fuck, vom Nintendo oder Super Nintendo reingedrückt hat, von wegen so, oh, scheiß Typ, bewegt sich da rechts, verdammte Scheiße. Und hier ist es jetzt momentan auch so. Weil überall sind diese scheiß Dingskurven. Vielleicht muss ich ja mit der Tastatur spielen. Das ist ja theoretisch die ganze Zeit hart einschlagen, ne? Hätte einschlagen kannst du nicht. Da muss es doch funktionieren. Was tue ich mir eigentlich an? Warum will ich überall Gold haben? Warum? 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 Aber ihr wisst denn, hänge ich zu lange in einer Map? Oh, hänge ich zu lange an einer Map, dann mache ich hier, fuck, nicht schon wieder. Ein Zeitraffer oder eben, ja, ein Schnitt. Das Lustige war, immer wenn ich das gesagt habe, habe ich es kurz danach hinbekommen. Wirklich, so wie bei der C13-Map. Wo ich auch so dachte, ich habe die Schnauze voll von dieser Kack-Map und dann so, ja, geschafft. Lol. Oh Gott, das kostet wieder so viel Zeit, wenn du irgendwo gegen fliegst. Jetzt nach wo ich das... Hast du das, ey? Ich schieb das auch schon fast auf meine Erkältung, dass ich gelegentlich mich total verbrabbelhaspel, so ungefähr. Dass ich irgendwelche Scheiße zusammenstammel, als hätte ich irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Krankheit oder so. Oh, vielleicht habe ich ja eine. Ich schreie nach Aufmerksamkeit, sonst hätte ich ja keinen Let's Play Channel. Apropos Let's Play Channel, stimmt, ich wollte ja auch noch was machen, ne? Ich wollte ja auch noch ein anderes Spiel spielen, aber... nicht Let's Playen, sondern, keine Ahnung, wie sich das nennt, wie der Begriff dafür ist. Highlighten, Spiel und Highlighten, keine Ahnung. Auf jeden Fall ein Strategiespiel, wo ich immer so denke, ja, das könnte man aufnehmen, hätte ich auch Lust drauf, aber das passt nicht. Also, fuck, Let's Play. Weil da passiert einfach die ganze Zeit was Interessantes und ich muss auch mal hart überlegen und nachdenken und dann kann man nicht reden und ja, ein Spiel, wo nichts passiert und wo man nicht redet, ist ziemlich langweilig. Deswegen dann eben nur Highlights, ne? Highlights, Highlights. Wenn ich das bei dem Spiel machen würde, ist an alles ein Highlight, ne? Ne, Highlights vielleicht, wie ich im Golden Sea fahre. Ha, ha, ha. Also werden es ziemlich kurze Parts. Aber muss ja kaum, oder ich glaub's kaum selbst, dass komischerweise bei meinen ganzen Rennspielen, ja, doch, ich würde alle Rennspiele sagen. Egal, ob es jetzt Mega Race 2 war oder eben Trip Me the Sunrise oder das hier oder die Most Wanted, die haben alle eine hohe Watchtime. Wo ich mir auch so denke, okay, wenn ich Rennen fahre, guckt ihr gerne. Das ist ja wunderschön. Selbst wenn ich so kacke fahre wie jetzt gerade, das zeigt sich nachher bei dem Video hier. Vielleicht schaltet auch der ein oder andere irgendwann ab und denkt sich so, oh Gott, du Idiot, du wirst nie die Strecke schaffen. Du wirst sie nie schaffen. Niemals! Denn heute ist der Tag des Nichtschaffens. Naja, ganz so schlimm auch wieder nicht. Heute war ein seltener Tag, wo ich eine Maschine nicht fertig reparieren sollte. Wo wir theoretisch den Kunden sagen, dass sie ja unreparabel ist, weil es eben. Also ich habe sie angefangen zu reparieren, aber es ist ein wirtschaftlicher Totalschaden. Dann doch geworden. Also hat sich herausgestellt, dass es einer ist. Weil doch mehr kaputt war als ja angenommen. Und dann, ja, ja. Lohnt sich nicht. Und dann guckt man, wie alt die Maschine ist. Oh, da ist gerade die Garantie abgelaufen. Na, das ist hier ganz schlecht. Da hast du nun leider Pech gehabt, aber... Es ist irgendwie alles grippiert. Alles. Denkst du auch so, was hat er damit gemacht? Hat er während im Betrieb irgendwie das Ding mit Wasserheimer übergeschüttet oder so? Oder, keine Ahnung, das Ding mal in Drehstrom angeschlossen? Warum eigentlich immer in der ersten Runde? In der ersten Runde war ich so kacke. Natürlich außer in der ersten Runde, ne? Aber das kennt ihr ja nicht anders von mir. Ja, und das mit den Highlights, da bieten sich ja auch ein anderes Knobelspiel, bietet sich da auch an, ne? Ein altes Spiel, was ich damals gespielt habe, wo ich aber damals schon drin schlecht war, weil ich sag ja, ne? Ich und Rätselspiele, ja, das war Kniffelix gewesen. Ich habe keine Ahnung, von welcher Firma das war, aber das war, glaube ich, für Windows 3.1 und Windows 95. Irgend so ein komisches, ah, fuck, Mann! Ein altes Spiel. Zum Knüffeln mit irgendwelchen komischen Rasenmäher-Spiele und irgendwie Rasenmähen musstest mit irgendwelchen Punkte-Dingern und parken, ausparken musstest, glaube ich, oder so. Irgendwie, ah Gott. Langsam kommt das alles wieder so ein bisschen raus, aber
Junge, die CD muss ich auf jeden Fall suchen. Naja, wahrscheinlich gibt es auch nicht so viele Spiele mit dem Namen Knüffelix, oder? Da denkt man dann automatisch hier an Asterix von wegen hier, ne? Idefix, Asterix, Obelix und da gibt es auch Knüffelix, der Knüffel. Komm ja, was denken, ne? Wo ich dachte auch immer, ja, Asterix ist so ein Ding, das kennt jeder! Bin Arsch, also in Amerika kennt das keine Socke. Das ist eher so ein Europäer-Ding ist das. Okay. Bin ich ja ein Europäer? Rein Europäer, wir sitzen in Manea, kommen in Manea, immer aufeinander zu. Ich und du. Das war ein Lied von Rolf zum Cosby. Ja, den Kram hat man sich auch damals als Kind reingezogen. Kriegst sogar Minuszeit. Es war nur 7 Sekunden, aber es ist trotzdem eine Minuszeit. Es ist trotzdem eine Minuszeit. Du, auch du fährst nicht perfekt. Aber sag dir, du fährst immer noch besser als ich. Hör mal auf, so perfekt zu fahren. Naja, so perfekt fährst du ja mal gar nicht. Aber immer noch besser als ich. Der Sack hier. Okay, er ist dagegen gefahren. Und es ist eigentlich auch wieder fast schlauer. Langsam kommt wieder alles zurück. Weniger bremsen, mehr Gas loslassen. Teilweise, aber hier sind die Kurven ja wirklich mal so eng. Manchmal so eng. Aber wir kommen ja wenigstens wieder in die Minuszeit. Ja, das ist gut. Das gefällt mir. Ich muss mich einfach mit in die Kurve legen. Das klappt auch manchmal. Also nicht nur den Controller fester reindrücken. Nein, auch noch in die Kurve legen. Ah, legt euch in die Kurve. Dann bin ich schneller um die Kurve. Nein, 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 nein. Oh, 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 oh. 68. Hau ab. Ja, fahren die Rampen. Fahren die Rampen. Fahren die Seite rein. Ich fahre ja gar nicht mal so schnell. Ich wird schon besser auf ins Gefäll. Mir fällt gerade nichts ein zum Reim. So, lieber ein bisschen auf Vorsicht machen, bevor ich irgendwo in die Wand reinpresche. Weil wenn du an die Wand reinpresche, hast du schon so gut verloren. Was ist denn hier, ne? Er hat ja auch schon was gemacht. 49 Sekunden. Oh, ich glaube, hier habe ich schon... Genau, ich wusste es. Schon fast zu viel. Ja. Ich bekomme Angst im Stände. Ja, verpiss dich. 7 Sekunden. Nein. 2 Sekunden. Fick dich. Also 2 Millisekunden. Fuck. Scheiße, ey. Und das nur, weil ich die letzte Kurve noch relativ hart sehr doll verkackt habe. War auch lustig. Ich bin jetzt gar nicht mal so gut gefahren. Hab ein paar Fehler gemacht und trotzdem war es so knapp an der Zeit, ne? Ah, du blöder Typ. Wie gesagt, ich sehe hier immer nur in die Kurve reinfahren. Nein, nein, hau ab, du komischer roter Typ. Welches Land sollst du überhaupt darstellen? Rot, Schwarz, China? Wie war mit Russland nochmal gehabt? Keine Ahnung, vielleicht ist auch einfach nur ein selbsterstellter. Oh mein Gott, ich war besser gewesen letztes Mal. Kaum zu glauben, aber ich bin jetzt besser als... Ich würde sagen, jetzt bin ich besser als letztes Mal. Und fahr in die Kurve rein. Fahr in die Bande rein. Ich sage, entschuldigt mein Deutsch. Ich nix gut Deutsch heute. Ich schnupfen und eben, ja. Schon ein bisschen Schleim im Hals. Wollte eigentlich sagen, ja, ich will auch mal einen Tee trinken. Oh Gott, jetzt fahr ich schon fast richtig kacke um die Kurve. Tee trinken und irgendwie mit Honig oder so, ne? Ich war so, du hast kein Tee im Haus und du hast kein Honig im Haus. Ja, erkenne den Fehler. Hahaha. So, wieder Ultrakurve, ja, ha. So scharf nehme ich die Kurve. Damit rechnest du nicht, du blöder roter Typ. Los, beschleunigen. Die Strecke würde aber im Online-Ranking keine gute Bahn machen. Warum? Einfach nur, oh, fuck. Von wegen, dann würden die sagen, ja, sehr, sehr dahin geklatscht, so ungefähr, ne? Die ganze Zeit einfach nur stumpf Kurven gemacht. Toll. Kein richtigen Speed aufbauen. Kein Spaß, die Strecke macht keinen Spaß. Aber das ist eine kampagnische Strecke, ne? Oh, scheiße. Fahr ich denn hin? Die darf keinen Spaß machen. Kampagnen Spaß, macht keinen Spaß.
ich hab die Seite mitgenommen. Ich hab die Seite mitgenommen. 1,31, bin immer noch besser als letztes Mal. Aber das muss jetzt heißen, einmal in die Bande und es ist zu Ende. Aber seht ihr, ich werde auf jeden Fall ein bisschen wärmer wieder. Ich fahre auf jeden Fall besser als in den ersten Runden. Aber das muss ja nichts heißen. Nein, haut ab, ich höre euch, ja, ich bin euren Motorengeräuschen. Muss ich wieder ein bisschen konzentrieren, also es tut mir leid, dass ich mal die Fresse halte, aber vielleicht denkt ihr auch wieder so. Endlich hält er wieder die Fresse. Er muss sich konzentrieren. Ja, ich bin eh gleich am Ende. 1,25, bis jetzt sieht's gut aus, aber ich sage, ein kleiner Fehler und es ist vorbei. Das ist wie bei Speedrun, ne? Ha, oh, scheiße. Ein kleiner Fehler und schon das ist der Weltrekordgeschichte. Geht es jetzt zwar nicht um Weltrekord, aber es geht um Gold. Um Gold, das ist genauso viel. Gewonnen. Tata, tata. Ah. Ich komme schon auf Platz 261.000. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie er das festmacht, weil die werden ja eigentlich nicht online gespeichert. Keine Ahnung, die müssen ja einfach so einen festen Wert einfach nur da reingemacht haben. Egal, wollen wir mal gucken, wie wir weiter aussteigen auf den festen Wert. Weil die Zeiten werden ja irgendwie noch hochgeladen, ne? Oh nein, 7,52? Wirklich? Oh nein.